Alles gut, ich kann auch nicht. Und das kriege ich dazu? Nee, das brauche ich. Ach so, ich schlafe. Ich dachte, du machst es so, wenn es ja schön. Ganz normaler Abendablauf. Ich habe jetzt noch ein paar Tische. Heute ist nichts Besonderes los. Wir haben ganz normalen à la carte Abend. Es sind zurzeit gerade aktuelle Versorgung. Das heißt, ich mache jetzt so ein bisschen nebenbei. Morgen haben wir eine geschlossene Veranstaltung. Und die Dame wünscht sich, dass wir ein paar Wäscheleien aufhängen zwischen den Pfeilern. Da möchte sie gerne ein paar Bilder aufhängen für den Jubilanten. Wollte ich eigentlich machen. Nun habe ich meine Frühschicht schon in den Feierabend geschickt. Das heißt, ich mache das morgen ganz in Ruhe. Und konzentriere mich jetzt darauf, so ein bisschen Bilder zu polieren, bei den Gästen fragen, ob alles in Ordnung ist, sind im Wintergarten, die sind gerade aufgestanden, den Tisch aufräumen, da wieder alles zurechtrücken. Also tatsächlich ein ganz normaler Ablauf. Ziemlich witzige Sache. Ich wurde damals von meiner Mutter mehr oder weniger gezwungen dazu, in die Gastronomie zu gehen. Sie hat gesagt, da ist eine Ausbildungsstelle frei, entweder du machst das oder ich drehe sämtliche Hähne zu. Das war für mich natürlich mit 16 erstmal super schlimm. Mir war klar, ich werde kein Wochenende mehr frei haben. Ich muss an Feiertagen arbeiten, wo meine ganzen Freunde eben auch frei haben. Und habe mich da so ein bisschen gegen gesträubt. Habe es widerwillig gemacht, habe aber relativ schnell gemerkt, dass mir das tatsächlich ziemlich gut liegt. Und habe mich damit auch sehr schnell arrangiert. Und habe auch recht schnell Spaß daran gefunden. Und seitdem bin ich, seitdem ich ausgebildet bin in der Gastronomie, auch immer in der Gastronomie zu Hause. Und werde wahrscheinlich auch ein bisschen den Rest meines Lebens eigentlich nichts anderes machen. Ich habe irgendwann mal vor, in den rein administrativen Bereich zu gehen. Also irgendwann aktives Kellnern wird definitiv ausfallen. Aber das sehe ich noch nicht in naher Zukunft. Also ich möchte das schon noch ein paar Jahre machen, so mit dem Aktiven. Irgendwann aber nicht mehr. Ich freue mich, dass du in deiner Nase reißt. Ja, großartig. Großartig. Du bist auch gerne bei dir. Oder nicht? Ja, das mache ich. Also, weil ich es muss. Also ich mag nicht dieses, du machst nur das eine die ganze Zeit, das andere bleibt in der Zeit stehen. Und deswegen mache ich hier mehr nebenbei. So bist du schnell da, kannst mehr machen. Jetzt stehe ich euch genau im Weg, ne? Und deswegen. Also ich habe immer mehr stehen als alles andere, immer mehr so nebenbei. Bei manchen Sachen muss man halt aufpassen, dass mir das nicht verbrennt. Ja, muss man immer drauf achten. Geht natürlich auch mal was daneben. Hier angefangen tatsächlich nur, weil es mir empfohlen wurde. Also ich war auf Jobsuche und da kam halt der Vorschlag, dass hier auch was gesucht wird. Da dachte ich mir einfach, warum nicht, ne? Kann man ja mal machen. Ansonsten, warum bin ich dann Koch geworden? In erster Linie habe ich gehört, Frauen stehen auf Männer, die kochen können. Deswegen dachte ich mir, warum nicht? Aber so macht es auch Spaß. Lebensmittel arbeiten, dies, das, jenes. Zwar manchmal ein bisschen stressig, aber was sonst macht das Laune. Ich habe gerade einen Bon gekriegt, zweimal Gemüseröstis. Die backen wir uns auch immer vor. Und dann friere ich die mal ein. Dann hast du die immer schneller zur Hand. Dann auch nicht so schlecht. Der Geschmack ändert sich dadurch nicht allzu stark, oder? Nö, also bei denen nicht. Also das ist eigentlich selten der Fall. So, jetzt wenn man sowas hat wie Fleisch, Fisch, wenn man das ganz langsam auftaut, dann verändert sich der Geschmack auch nicht. Wenn man das auf die Schnelle auftaut, dann ist das schon einfach. Dann schmeckst du dieses Wässrige. Wann kommt jemand für die Spülade? So, stell dich doch mal dahin. Stell dich doch einfach mal dahin. Dann wird er immer noch nicht gespült, nur wenn ich hier stehe. Dann spül doch einfach mal was. So wenigstens vor der Kamera so sagen,
Wir hätten so wie in so einer Kargast-Werbung, weißt du? Mit so einem lächelnden Gesicht. Ich helfe gerne. Hallo? Ich hab dich vorher ganz schlecht gehört. Also, wenn du Bock hast, kannst du auch weg machen. Genau, also wenn du jetzt los kannst, dann kannst du dich jetzt auf den Weg machen. Du musst schon halb anfangen. Alles klar, bis gleich. Coole Sache. Ich werde mal sehen. Sei mir mal Sahne. Nimm alles, was du brauchst. Okay. Wir haben ein unwahrscheinlich großes Stammtier-Tier. Und viele davon sind quasi ab meinem ersten Tag hier so mit dabei. Und da haben sich auch viele Freundschaften daraus entwickelt. Man trifft sich also auch privat. Es ist ein sehr familiäres Gefühl, eine sehr familiäre Atmosphäre hier. Und das möchte ich auch gerne so. Da legen wir unwahrscheinlich Wert drauf. Wir duzen in der Regel alle unsere Gäste, um quasi so die erste Distanz oder ein erstes Eis zu brechen, um auch eine gewisse Dauer einzuschätzen. Wir sind alles andere als spießig tatsächlich. Also wir bringen auch gerne mal einen flotten Spruch, das gehört für mich dazu. Natürlich gucken wir immer, bei wem man es machen kann und bei wem nicht. Aber grundsätzlich habe ich schon so eine kleine Kartei im Kopf, welcher Gast was trinkt, wenn er kommt, wer was gerne isst, solche Sachen. Ne? Also das gehört dazu. Nein, wir sind nicht öfters hier, wir sind das zweite Mal hier und haben beim ersten Mal, das ist vielleicht ein halbes Jahr her, diese gediegene Atmosphäre hat uns sehr gut gefallen. Es war auch an dem Abend eine Band, die hier spielte, es hat uns sehr gefallen und wir haben jetzt spontan gesagt, so, lass uns mal schauen in die KTV, wo gehen wir hin, lass uns zum Café Kete gehen. Ja, Atmosphäre erstmal und eine nette Speisekarte. Ich finde es immer schön, wenn die klein und übersichtlich ist. Es müssen nicht immer 20 oder 30 Gerichte draufstehen. Und an sich so, ja, nette Bedienung, alles. Man fühlt sich hier wohl. Man kommt hierher und ist gut. Darf ich kurz stören? Ja. Ja. Einmal der gebackene Feta. Ja. Eigentlich egal. Stellen Sie es einfach so hin. Wir tauschen das gleich mal unter. Sind Sie so nett und bringen mir noch einen Rückschein? Ja. Dann habe ich hier einmal mit 4 Banane. Ja, mit 4. Hab ich noch keine gekriegt.
Beet gesehen, ja? Ein einsames, stilles Wasser? Ja. Bitte sehr. Wenn die nicht leer wird, natürlich. Also, ich hätte dann... Das ist ich kriege sie nicht auf. Dankeschön. Und dann kriegen wir noch dazu, oder? Ne? Bin sofort wieder da. Mal tatsächlich normales Frühstück, also im normalen Geschäft von Montags bis Freitags. Und dann hatten wir aber doch schon das Frühstücksbuffet, so wie es jetzt ist, immer eigentlich, soweit ich weiß. Ja. Ich glaube, ich habe einen Kassenkrebs. Großen? Ja, alles klar.